Ja, Hallöchen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Elsa Polarstern und heute nehme ich euch mit, um ein bisschen mit Firefighter zu arbeiten. Da ist er auch schon, der Gute. Ganz schön schmutzig ist er. Ich glaube, der hat die Nacht in der Box gelegen. Ja, wunderbar, da freut sich jeder drauf, ein dreckiges, ordentlich dreckiges Pferd aus der Box zu holen. Aber den kriegen wir schon sauber. So, und ich möchte ihn euch natürlich auch ganz kurz vorstellen. Das ist Firefighter, ein Hannoveraner Wallach, ein ganz lieber Kerl, ein unglaublich gutes Dressurpferd. Bisweilen geht er die A1-Sterne-Dressur bei uns. Und es ist ein Pferd, auf das man sich immer verlassen kann und auch ein sehr gutes Begleitpferd im Übrigen. Wir haben einige Pferde auch im Stall, die sind aufgeregt und wenn er in der Nähe steht, dann regelt sich das meist von ganz alleine. Also ein ganz, ganz feiner Kerl. Da der Gute die letzten 3,5 Wochen Schonpause hatte, werden wir es heute auch langsam auf dem Platz angehen lassen und ein bisschen Löse- und Gymnastikarbeiten machen. Aber zuerst einmal wird natürlich geputzt und dabei lassen wir uns schön Zeit, denn das genießt er genauso wie ich. So, und da er die Nacht in der Box gelegen hat, werden wir auch den Schweif noch auslesen. Dann kommen die Bandagen dran und im Anschluss die Satteldecke und der Sattel. Die Trense. Dann wird noch mal ganz kurz nachgegurtet. Dann wird natürlich die Reitkappe aufgesetzt und dann sind wir auch schon soweit und können zum Platz gehen. Hier angekommen suchen wir uns eine ruhige Ecke, um aufzusteigen. Bitte denkt dran, nutzt eine Aufstiegshilfe oder steigt abwechselnd mal von links oder mal von rechts auf. Das tut dem Pferd gut und belastet nicht nur eine Seite. Generell für die Aufwärmung sollte gelten, dass ihr mindestens 15 bis 20 Minuten ruhigen Schritt lauft am langen Zügel, dass die Dehnungsphase im Pferd stattfinden kann, dass sich die Wirbelsäule weit macht, dass er weit übertreten kann, die Hinterläufe mindestens 1 bis 2 Huflängen über den Abdruck des Vorderhufs treten. Und er weit unter den Bauch tritt und somit auch in der Hinterhand den nötigen Schub entwickelt. Für unsere gesamte Unterrichtseinheit hier nach seiner Schonpause auf dem Platz gilt, dass wir möglichst große und weite Figuren laufen, wie große Zirkel, ganze Bahn oder durch die ganze Bahn wechseln. Die lange Phase des Aufwärmens, die lange Phase des Schrittgehens ist auch, wenn man sich das mal überlegt, deshalb so wichtig, wie lange das Pferd eigentlich auch braucht, um die Muskeln und die Sehnen, die Bänder, die Venen zu durchbluten, bis das dann auch wirklich mal in den Gelenken auch angekommen ist. Da braucht so ein Pferd eine Weile. Also die 10 Minuten Schrittreiten und dann antraben, das sind so Momente, wo im Endeffekt die meisten Verletzungen langwierig auch im Nachhinein entstehen können, wenn die Aufwärmphase nicht richtig praktiziert wird. Und
Und wenn man dann seine Zeit Schritt gelaufen ist und gemerkt hat, das Pferd biegt sich, das wird weich im Maul, nimmt man auch so langsam dann die Verbindung schon auf und guckt, ist er da, nimmt er die Ohren nach vorne, schaut er mal mit einem Ohr zurück, sage ich mal. Dann kann man auch schon langsam ins Leichttraben übergehen. Und hier ist es wichtig, dass man die Zügel nicht gleich wegschmeißt und das Pferd den Hals nach vorne streckt, wohin es auch möchte, sondern trotzdem einen Pferdekörper unter gewisser Spannung reitet. Der darf sich länger machen, aber der Hals darf auf keinen Fall so lang sein, dass der ganze Pferdekörper instabil wird. Die Hinterhand soll mit den Schub treten und das ist dann auch so die Phase, wo die Pferde dann meistens auch abschnauben und mal so richtig durchatmen. Insgesamt sind das natürlich Bausteine, die wir heute abarbeiten des Vorwärts-Abwärts-Reitens, ausgekoppelt hier heute als einzelnes Training für ihn zum Einstieg. Und wir führen das Pferd nicht natürlich mit den Zügeln in eine Richtung nach links oder rechts, sondern mit den Schenkeln und mit Gewichtsverlagerung. Worauf geachtet wird, beziehungsweise worauf hier geachtet werden soll, ist gängig eigentlich, dass das Pferd auch Spur und Tempo selbstständig auch hält, trotz des weiten, längeren Zügels mit leichter Verbindung. Auch hier ganz wichtig, die Zügel werden nicht weggeschmissen, sondern die Verbindung hält und der Pferdekörper ist unter einem auch kompakt und wirklich auch stabil. Und dann gehen wir auch schon über in den Galopp. Die Verbindung zum Pferdemaul ist hergestellt und das Pferd tritt sacht und raumgreifend unter einem den Galopp. Wir bauen für unsere Arbeit hier heute ganz kurze Galoppphasen mit ein, gehen immer wieder über zum Trab, in dem auch die Zügel nachgegeben werden, wo er dann mal durchschnauben kann. Und dann wird wieder angaloppiert für ein kurzes Stück. Und hier soll er sich dann weich um den Schenkel biegen können. Natürlich auch hier im Handwechsel einmal auf der linken, einmal auf der rechten und dann wieder kurz auf der linken Hand, sodass eine gleichmäßige Belastung entsteht. Wir wollen ihn auch nicht überfordern, er stand eine Weile. Und soll hier heute ein erstes Training für ihn sein und das macht er echt gut. Er geht ganz weich, er geht vorwärts, er will eigentlich immer mal wieder nach vorne, nur ich muss ihm hier deutlich auch immer sagen, hey Junge, mach mal sacht, wir fangen an. Und es ist schön zu merken, wie viel Spaß es ihm macht. Aber das soll es dann heute auch schon gewesen sein mit der Arbeit. Und wir werden jetzt noch einen Moment Schritt gehen und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Abreiteplatz. So, hier auf dem Abreiteplatz werden wir jetzt noch etwas Schritt gehen, auch so circa 20 Minuten nach unserer halben Stunde Arbeit. Den Sattelgurt habe ich auch schon ein Loch weiter gemacht, sodass er sich hier jetzt auch nochmal schön lang machen kann und durchatmen kann. Und das soll es auch fürs erste Training für ihn gewesen sein, nach der Pause, die er jetzt hatte. Und er hat das wirklich gut gemacht. Und ich freue mich auf viele weitere Trainingsstunden mit ihm und die weitere Aufbauarbeit. Ja, und wir gehen dann jetzt wieder zurück zum Putzplatz. Dann wird abgesattelt, dann wird er nochmal schön geputzt. Natürlich kommt als erstes erstmal die Trense runter, das Halfter drauf, die Bandagen kommen ab und dann werde ich ihn nochmal ein bisschen die Beine abspritzen. Und dann bringen wir ihn gemeinsam auf die Koppel. Thank you.
meine Lieben, das war's dann auch schon für heute mit dieser kleinen Reitstunde mit Firefighter als Aufwärmung für ihn nach einer kurzen Schonpause. Er darf jetzt hier noch ein bisschen auf der Koppel grasen. Und ich verabschiede mich hier und wir sehen uns im nächsten Video. Ich darf euch verraten, dass in der Jorvik Reiterakademie ein Dressurturnier ansteht und dahin würde ich euch gern mitnehmen. Also, wir sehen uns. Bis dann!